Folge 162 von der Webverbesserin und heute klären wir, welche vier Elemente auf deiner Salespage nicht fehlen dürfen, wenn du deinen Workshop erfolgreich verkaufen willst. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist ein bisschen merkwürdig für mich heute, weil in den ganzen letzten Folgen hatte ich immer einen schnarchenden, zuckenden Hund unter meinem Schreibtisch. Und tatsächlich ist das heute nicht so. Der Lenny ist heute nicht in meinem Homeoffice geblieben. Und es ist ein bisschen lustig, weil ich mir in den ganzen letzten Folgen so sehr angewöhnt habe, zum Teil die Schnarcher und verschiedene andere Geräusche rauszuschneiden oder zumindest für dich ein bisschen vom Effekt zu überpuffern, dass es nicht ganz so laut ist. Ja, und heute muss ich mir die Arbeit gar nicht machen. Und trotzdem ist es komisch, dass er nicht da ist. Anyway, in der heutigen Folge soll es um deine Sales Page, aka deine Verkaufsseite gehen. In der letzten Folge haben wir uns damit beschäftigt, wie du Umfragen ganz gezielt nutzen kannst, um bessere Workshops zu geben und die Erwartungen deiner Teilnehmer abzusichern. Und falls du die letzte Folge, das ist die 161 und die hat den Titel, wie du die Erwartungen deiner Teilnehmer im Workshop absicherst, solltest du die noch nicht gehört haben, geh ganz schnell zurück, weil du die Erkenntnisse aus dieser Folge definitiv auch für die heutige Folge nutzen kannst. Und dann kannst du ein bisschen binge hören. Okay, diese Folge gibt es aber, hatte schon erwähnt, ein Schmankerl obendrauf. Denn heute verrate ich dir, welche vier Fragen bzw. welche vier Antworten es braucht, damit ein Teilnehmer weiß, ob er deinen Workshop kaufen soll. Es geht also so ein bisschen auch um die Sicherheit, die wir dem Teilnehmer geben wollten. Und generell haben wir über das Thema Verkaufen schon mal gesprochen, und zwar in der Folge 151. Da habe ich dir erklärt, warum Facebook-Werbeanzeigen allein jetzt nicht unbedingt ein Heilmittel sind. Und ich hatte dir erklärt, dass es die sogenannte Kundenreise, die Customer Journey gibt. In der Folge bin ich darauf eingegangen, dass es drei verschiedene Kontaktarten gibt. Kalte, warme und heiße Kontakte. Und kalte Kontakte sind Menschen, die noch kein Problembewusstsein haben, denen also nicht bewusst ist, dass sie ein Problem haben und dementsprechend auch nicht auf der Suche nach einer Lösung sind. Und das können wir jetzt ganz clever nutzen, weil wir müssen sehr häufig beim Kunden erstmal ein Problembewusstsein ein Stück weit auslösen. Und ja, in der 151 hatte ich da so ein bisschen darüber gesprochen, wie man Problembewusstsein auslöst, wie man dann die warmen und heißen Kontakte nutzt. Solltest du da auch noch nicht reingehört haben, dringende Hörempfehlung. Das Schöne ist halt, dass wir jetzt hier so ein bisschen anknüpfen können. Das heißt, im ersten Step brauchen wir beim Kunden immer ein Problembewusstsein, damit er Kunde werden kann. Und genau diese erste Antwort gehört auf eine gute Verkaufsseite. Also die Frage, was habe ich eigentlich davon? Warum ist dieses Thema für mich relevant? Ja, also sprich, welches Problem hat dein Kunde und wie wird es durch den Workshop gelöst? Und gerade das ist etwas, was du auch ein Stück weit erstmal als Einleitung für so eine Verkaufsseite nutzen kannst. Es gibt ganz viele Kunden, die mich dann immer so fragen, oh Mist, wie fange ich dann mit einer Sales-Page oder mit einer Verkaufsseite an? Das fühlt sich alles so doof an. Was ich immer machen würde, wäre ganz oben wie so eine Art Titel, ne? Ich nehme immer sehr gerne
so eine Art Kunsttitel für einen Workshop und dann packe ich darunter meistens eine zweite Headline, in der ich so ein bisschen erkläre, worum geht's innerlich. Also zum Beispiel bei Workshop Magic ist es der Kunsttitel Workshop Magic und darunter, wie du erfolgreich kostenpflichtige Webinare und Workshops gibst. Okay? So. Und dann kannst du im Grunde auf so einer Verkaufsseite einsteigen mit dem Problem. Welches Problem hat der Kunde und warum kann dein Workshop jetzt genau dieses Problem lösen und so weiter. Und die zweite Sache, die auf jeden Fall auf eine Verkaufsseite gehört oder auch die zweite Antwort, ist die Antwort auf die Frage, warum sollte ich das bei dir machen? Also, der Kunde wird sich immer fragen, okay, cool, warum jetzt mit Mira? Oder warum mit dir? Was verbindet dich mit dem Thema? Welche Berechtigung, in Anführungsstrichen, hast du, über dieses Thema zu sprechen? Was hast du dazu zu sagen? Hast du vielleicht irgendwelche Erfahrungen dazu? Und jetzt lass dich bitte nicht irgendwie demotivieren, du brauchst jetzt keinen Psychologiestudium, um beispielsweise über Erfolge, Misserfolge oder Coaching oder ähnliche Sachen reden zu dürfen, sondern schau einfach, wie du es mit deinem Thema verknüpfst, welche Erfahrungen hast du damit gemacht, ja? Weil genau das ist immer interessant, gerade wenn wir eigene Geschichten haben, gerade wenn wir Dinge überwunden haben und so weiter und so fort, ist das sehr interessant für den Kunden. Das dritte Element, das auf dieser Seite definitiv nicht fehlen darf, ist die Antwort auf die Frage, kann ich das schaffen? Also nicht du, sondern dein Kunde wird sich fragen, kann ich das schaffen? Und jetzt kommt es darauf an, dass du ein bisschen tiefer auf diesen Kunden eingehst, dass du nochmal klar machst, für welchen Kundentypen hast du das Ganze ausgelegt. Also wenn du zum Beispiel sagst, du machst jetzt einen Workshop für Anfänger, dann sagst du, du bist noch ganz neu bei dem Thema, du hast keine Ahnung von diesen und jenen Tools, du hast noch nie was von den und den und den Fachbegriffen gehört. Perfekt, dann ist es genau für dich ausgelegt. Oder wo steht er eigentlich? Also was hat er vielleicht schon für Erfahrungen gemacht? Welche Frustrationen hat er erlebt? Ja, das nochmal ein bisschen stärker auszuschmücken. Und dann kannst du natürlich auch nochmal sagen, warum gerade in einem Workshop es sich lohnt, dieses Thema anzugehen. Du kannst also sagen, wenn er sich jetzt fragt, kann ich das überhaupt schaffen? Dann kannst du sagen, hey, wenn du bisher dich immer um das Thema drumherum gedrückt hast, ist ein Workshop jetzt wirklich ideal, weil wir haben gemeinsam ein Commitment, das Thema anzugehen. Oder du hast die Möglichkeit, mir deine Fragen direkt zu stellen, also quasi Rücksprache mit mir zu führen oder wir können Feedbacks vergeben und so weiter und so fort. Und genau das ist an vielen Stellen viel, viel besser als ein Online-Kurs. Ja, also kannst den Kunden damit ein deutlich besseres Gefühl geben, dass du sagst, wenn du bisher dieses Thema immer erfolgreich vermieden hast, wenn du das Gefühl hast, du schaffst es auch gar nicht alleine, dann ist der Workshop ideal für dich. Genau, und die letzte Frage, die auf einer Verkaufsseite auf jeden Fall beantwortet werden muss, ist, warum jetzt? Wenn du mir schon ein bisschen länger zuhörst, dann weißt du, dass gerade fürs Verkaufen genau diese Antwort immer unglaublich wichtig ist, warum der Kunde jetzt tätig werden muss. Wir alle funktionieren sehr häufig nur über so finale Limitierungen, die uns beantworten müssen, warum wir das jetzt machen können. Weil ein Kunde sich ansonsten auch sehr schnell sagt, ja, das klingt gut, aber es ist ja gerade das und das und das, dann mache ich beim nächsten Mal mit. Und manche von uns Unternehmer neigen auch dazu, dem Kunden immer ein gutes Gefühl zu geben, ja, zu sagen, ah, das ist jetzt ein Workshop von ein paar, die ich in diesem Sommer geben werde zu dem Thema. Und eigentlich willst du deinem Kunden ein gutes Gefühl geben, aber das Problem ist, dass du dem Kunden nur das Gefühl gibst, ah, ich kann abwarten, das ist ja super. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du ihm jetzt sagen musst, warum er jetzt tätig werden soll. Weil du den Workshop vielleicht erstmal nur einmal gibst. Oder weil er in der aktuellen Situation, zum Beispiel Corona, besonders aktuell ist. Oder weil er saisonal aktuell ist. Oder weil der Workshop das Thema wirklich auf einen Tag runterbricht und das jetzt für die Umsetzer gedacht ist.
Okay, also überleg dir konkrete Gründe, warum, wieso, weshalb. Das heißt übrigens nicht, dass du den Workshop nie wieder machen darfst, um Gottes Willen. Aber wir müssen das in diesem Moment erstmal nicht so betonen und sagen, ach übrigens, und der nächste Workshop dazu wird dann und dann sein. Ne? Das ist immer was, wir alle haben immer Themen, okay? Und wir alle haben immer was zu tun. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der Kunde einfach erfährt, warum jetzt. Ja, das sind die vier wichtigsten Elemente, die auf eine gute Sales-Page, auf eine gute Verkaufsseite gehören. Es gibt natürlich noch einige mehr, aber das sind wirklich die aller wichtigsten, weil die den Verkaufsträger setzen. Und wenn du so ein Gesamtbild gerne hättest, wenn du gerne noch mehr wüsstest über richtig gute Verkaufsseiten und wie du die gestaltest, gerade für die Workshops, klar, da gibt's noch ein paar Tricks und Kniffe, dann empfehle ich dir dringend mein Programm Workshop Magic, weil dort gibt es ein ganz eigenes Modul zum Thema Sales Pages, Verkaufen und Co. Und da spielt natürlich auch die Landing Page eine große Rolle. Sollte das ganz interessant sein für dich, dann geh auf webverbesseren.de/workshopmagic. Und ja, dann findest du dort alle Informationen zum Programm. Das war es erstmal für heute von meiner Stelle. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen und Überlegen und sage einfach bis später, deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao! Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.webverbesseren.de. Bis zum nächsten Mal.